Ihr wollt mega günstige Spiele und vieles mehr, dann kauft einen bei meinem aktuellen Sponsor MMOGA. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Yo, YouTube, Cracker hier und herzlich willkommen zum weiteren FAQ-Video hier auf meinem Kanal. Ich habe wieder einen Post auf Facebook und Instagram rausgehauen, dass ihr mir viele Fragen stellen sollt. Das habt ihr natürlich gemacht. Ich glaube, wieder über 300 Fragen oder so. Respekt, danke auf jeden Fall. Aber es ist immer sehr schwierig, die Fragen rauszuholen. Ja gut, sagen wir, 40% sind immer dieselben Fragen. Wenn Fragen schon beantwortet sind, schaut einfach bei den letzten FAQ-Videos nach. Dort sind sie beantwortet, also wenn eure Fragen nicht drankommen. Auf jeden Fall, im Hintergrund seht ihr natürlich Call of Duty Black Ops 3. Ein richtig chilliges Gameplay. Ein perfektes, chilliges FAQ-Gameplay, kann man schon sagen. Aber wollen gar nicht so reinlungen und lungen. Jetzt geht's los mit der ersten Frage. Finn F95-I.B oder whatever. Was spielst du mehr, BO3 oder FIFA 16? Natürlich vor BO3 ganz halt FIFA 16. Und natürlich jetzt im Moment Black Ops 3, mein Freund. Es gibt nichts anderes, bis Prestigemasse wird gesuchtet. Und dann vielleicht mal wieder FIFA 16 oder ab und zu mal ein Matchchen FIFA 16. Ja, die nächste Frage kommt von Philipp Tomek. Wie findest du Black Ops 3? Ganz ehrlich, ich finde Black Ops 3 einfach richtig geil. Es macht endlich mal wieder Spielspaß. Lol, Spielspaß. Es macht einfach echt wieder Fun. Endlich mal ein Call of Duty, wo man wieder spielen kann. Und ich denke mal, dieses COD wird mindestens bis zum nächsten COD mal sehr, sehr oft gespielt. Und nicht wie alle anderen bis Weihnachten oder überhaupt nicht, sondern dieses Spiel kann man bis zum nächsten COD locker durchgehend spielen. Die nächste Frage kommt von Ömür Öztürk. Ich glaube, jedes Mal lese ich deinen Namen falsch, Bruder. Was hast du dir als kleines Kind immer gewünscht? Ich habe mir, ganz ehrlich, ich schwöre auf meinen YouTube-Channel, immer gewünscht, einmal im Leben einen Bagger zu bekommen. Ich wollte schon immer, egal was, ein Lego-Bagger oder so, dann irgendwann, ja, also so ein richtiger Bagger habe ich mir so gewünscht, so ein ferngesteuerter Bagger. Ich weiß nicht warum, ich war schon immer früher als Kind so der Sandbastler, die Sandburgenbauer gewesen und so, aber ich habe nie einen elektronischen Bagger gehabt. Wisst ihr, wen fasziniert sowas nicht? Bagger, Baustelle, beste Baustelle, Jungs. Die nächste Frage kommt von Robin Fingerner. Wieso zockst du auf Xbox? Weil Xbox ist einfach die beste Konsole auf der Welt. Punkt. Wenn du willst, dass ich auf PlayStation komme, erster Link MMOGA, zweiter Link Rock Games, dritter Link, könnt ihr mir sogar eine kleine Spende da lassen, mein Freund, oder sozusagen ein Unterstützungslink für neues Equipment. Ist deine Sache. Du möchtest ja, dass ich auf PS4 komme? Drei Links zur Verfügung. Johannes Rolfes fragt, warum macht man YouTuber weiter, wenn man so viele negatives Feedback bekommt? Das ist einfach ganz einfach. Mich jucken Dislikes nicht. Auf YouTube geht es um die Klicks. Es geht um Klicks. Dislikes und Likes jucken keinen. Außer manche für Motivation, aber ich habe sowieso keine Motivation. Ne, natürlich habe Dislikes, weil Dislikes motivieren mich. Dislikes motivieren mich einfach. Weil Dislikes und Likes, was bringt es mir? Was bringt es mir? Nix. Es bringt mir einfach nichts. Ich weiß gar nicht, warum es die Option überhaupt gibt. Es geht um die Klicks auf YouTube, das musst du dir merken. Und weiteres folgt. Oh, Patrick fragt, was würdest du bevorzugen, einen Dreier mit Mila Kunis und Kim Kardashian oder ein Tag eine 100k-Leitung? Na, Schlaubi Fuchs verfolgt mein Channel, dass ich nur eine 3K-Leitung habe. Eine 100k-Leitung oder ein Dreier mit Kim Kardashian und Mila Kunis. Ich glaube, ich habe mehr von einem Dreier mit Mila Kunis und Kim Kardashian. Weil 100k-Leitung habe ich schon für einen Tag. Und ein Dreier mit Mila Kunis und Kim Kardashian, da kann ich vielleicht ein bisschen Bromote klar machen. Wisst ihr Bescheid? Der Ort Matze fragt, wie lange hat der Teegut nochmal auf? Der Teegut hat bis 20 Uhr offen. Ja, bis 20 Uhr da auf dem Matze.
Alex-05Hill5R fragt, welche Spiele spielst du so aktiv auf deinem Handy? Ich spiele eigentlich gar keine Handy-Games im Moment. Früher habe ich sehr, sehr oft Handy-Games gespielt. Und wenn ich halt im Moment spiele, dann ab und zu Clash of Clans. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber relativ selten im Moment. Früher war es ein bisschen aktiver, aber jetzt mal ein bisschen reingehen, rumchillen und wieder rausgehen. Megatube-TV, warum machst du eigentlich fast keine Videos mit Lochis? Ja, die Lochis, die sind einfach zu kleine YouTuber. Ich mache einfach nur was mit größeren YouTubern. Und ja, ich mache einfach nichts mit so kleinen YouTubern. Was will ich mit denen? Ich hab keinen Bock, dass die einfach Push durch mich bekommen. Die schreiben mich so oft an, aber was will ich mit denen? Nächste Frage von Edelmeier Office. Offiziell. Welche Schuhgröße hast du? Ich habe Schuhgröße 46. RXBin fragt, bevorzugst du eher Pizza oder Döner? Ich bin eher der Pizza-Esser und ich bin nicht so der Döner-Esser. Ich stehe lieber zur Pizza. Martin-BeoFreaks fragt, wenn bringst du mal Zombie-Modus? Ich bringe wenn Mülle und Zombie-Modus gar nicht. Ich bin ein Public-COD-Spieler und bringe keinen Zombie-Modus. Ich bin auch überhaupt hinter der Kulisse, bin ich nicht so der Zombie-Modus-Spieler. Weil irgendwie juckt mich das Zombie-Modus gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde es irgendwie not so funny. Money 2015 fragt, wie kommt man auf einen YouTube-Namen? Ich möchte auch gern YouTube werden, weiß aber nicht, welchen Namen ich nehmen soll. Kann ich dir ganz einfach beantworten. Sag öfters deinen Vor- und Nachnamen auf, so wie du heißt. Ich denke mal nicht, wie es Money 2015 heißen. Vielleicht hat dein Nachname oder kann man aus deinem Nachnamen etwas machen, wie zum Beispiel bei meinem Namen. Überleg dir gut, vielleicht auch dein Lieblingsspiel, irgendwie Pro Gamer Money 2015 oder so, was weiß ich. Denk nach oder frag deine Freunde, vielleicht hast du ja einen Spitznamen und den kannst du nehmen. Die nächste Frage von Noah CCK. Wie alt bist du? Ich bin 19 Jahre alt, werde 20. Nico Watts fragt, bist du gay oder super gay? Ich bin natürlich not so funny. Ich bin gar nichts davon, du kleine Schwuchtel. Du schwule Schwuchtel. Nimm's nicht so ernst. Emerson Fresh fragt. Emerson Fresh than you. One Room Tour. Room Tour? Gute Frage. Habe ich noch nie gemacht. Könnte man mal machen, aber ich denke mal, das wird sich bis ins Jahr 2016 verschieben, denn ich will ein paar kleine Änderungen hier vornehmen. Friesensens fragt, bin ich im Video? Glaub nicht. Der echte 88,0er fragt, wie lange machst du schon YouTube? Macht es dir auch Spaß? Ja. Und macht es dir auch Spaß? Genau. Ich mache schon seit 2,5 Jahren, glaube ich, YouTube. Natürlich zwischendrin ein paar Pausen. Macht mir auch Spaß. Ja, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Tom Mox fragt, welches Level und Prestige bist du in BO3? Und Servus, ich bin Dampfumschlag. Ich gehe jetzt gleich ins 5. Prestige und in 3 Stunden, heute am Donnerstag, gibt es Double XP. Bis Montag und aus dem Grund muss ich jetzt wohl das Video machen. Ihr wollt ja ein Video sehen. Und ja, also, sag ich nur, bewerten kommt hier nicht vergessen. Das wäre es im FAQ-Video gewesen. Wollt ihr auch mal im FAQ-Video sein? Folgt mir auf Instagram, auf Facebook. Dort frage ich immer, dass ihr mir FAQ-Fragen stellen sollt. Ist dies nicht der Fall, schreibt einfach hier unter dem YouTube-Video. Schaut bei meinen ersten Links MMOGA Rocks Games vorbei. Würde mich sehr freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Cracker. 39 Millionen Punkte, alles klar, 39 Millionen Punkte, alles klar, ist doch ganz normal, oder? 39 Millionen Punkte mit Level 12, eine Stunde Spielzeit, was ist denn los mit dir? Hier im Hintergrund seht ihr übrigens gerade die Karriere, die Weltrangliste, Spielzeit, alles Punkte, Tritra, tralala. Ja, die ist...